Ja, guten Morgen. Also ich freue mich, euch heute Morgen um 9 Uhr direkt mit dem ersten Vortrag wecken zu dürfen und das über einen Vortrag, also mit einem Vortrag über die Bereitstellung von offenen Daten. Ihr habt Glück. Um meinem Vortrag folgen zu können, müsst ihr nur bis 3 zählen können. Also es gibt 3 verschiedene Inhalte. Ich werde erst ein klein bisschen über uns erzählen, aber danach erst was über offene Daten erzählen, über Linked Open Data. Und danach etwas über ein Forschungsprojekt, bei dem wir neue Technologien liefern und Ontologien bereitstellen. Also erstmal so ein bisschen über uns. Mein Name ist Richard Figura, ich bin Geschäftsführer der Firma CIS.de aus Sinzig. Da kommt gleich ein bisschen mehr dazu. Die Co-Autoren sind Alexander Willner von der TU Berlin und vom Fraunhofer Focus in Berlin. Und Michael Martin vom INFI aus Leipzig und vom AKSW. Wir als CIS, ich meine, das ist jetzt keine besondere Folie, die zeige ich immer, wenn ich zu Kunden gehe, kümmern wir uns um Geodatenmigration, Geodatenvertrieb, Konvertierungslösungen, Shoplösungen und sowas. Ich sage immer, wir machen Geoinformationen verfügbar, aber ich glaube, damit haben wir hier kein Alleinstellungsmerkmal. Also das ist natürlich klar. Fangen wir mit der Motivation an. Warum wollen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Und den Satz haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gelesen, so Daten sind das neue Öl. Von Cliff Humby. Was heißt denn das? Okay, Daten sind natürlich kein Öl, aber wir können irgendwas mit Daten machen. Wir wollen irgendwie aus Daten etwas produzieren können. Wir wollen Mehrwerte daraus schaffen können. Das ist jetzt eine Studie von McKinsey, schon ein paar Jahre alt, von 2013, wenn ich das richtig sehe. Der jährliche Mehrwert in Europa von offenen Daten wird auf 900 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das ist eine ziemlich große Zahl, die wird auch nicht erreicht. Da die Zahl von 2013 ist, kann man auch davon ausgehen, sie ist inzwischen ein bisschen höher. Okay, für uns jetzt hier in diesem Raum nichts Neues. Geoinformationen stellen einen Rohstoff für Wertschöpfung in allen Wertbereichen dar und stehen am Anfang der Wertschöpfungskette. Wir wissen, unsere Daten sind wichtig. Nur kurz als Symbolbild, gibt es halt verschiedene Bereiche, in denen die Daten wichtig sind oder auch denen die Verwertung offener Daten wichtig ist. Verkehr, Energiewirtschaft, Banken, Dienstleister, Transport, Industrie 4.0. Also ich meine, das alles sind verschiedene Bereiche, auch da erzähle ich euch nichts Neues. Deswegen seid ihr hier, offene Daten. Fangen wir erstmal mit der Definition an. Was sind denn eigentlich offene Daten? Ich habe hier mal die Wikipedia-Definition rauskopiert. Offene Daten sind sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit und so weiter. Ich verkürze das mal. Datenbestände, die der Gesellschaft ohne jedwede Einschränkung frei zugänglich gemacht werden. Das kann man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet das denn eigentlich genau? Ich frage mich, was bedeutet eigentlich ohne jedwede Einschränkung? Also es reicht anscheinend nicht, Daten einfach nur zugänglich zu machen, sondern ich muss sie ohne jedwede Einschränkung zugänglich machen. Schauen wir mal an, warum das bisher nicht so klappt oder wo es vielleicht hapern kann. Und da habe ich 3 verschiedene Bereiche mitgebracht. Oder ich stelle mal 3 Thesen auf. Daten werden deswegen nicht verwertet, weil sie sind einfach unverständlich. Niemand weiß, was er da wirklich vor sich hat. Daten sind unverlässlich. Ich benutze die Daten, aber sie sind eigentlich nicht, stellen nicht das dar, was ich eigentlich damit machen möchte oder was ich davon erwarte. Und Daten sind inkompatibel. Bevor ich jetzt zum nächsten Teil komme, möchte ich mal kurz eine Frage stellen. Wer von Ihnen hat Kinder? Ah ja, doch, einige, super, wunderbar. Dann könnt ihr auf jeden Fall dem nächsten Teil gut folgen. Ich bin seit einem guten Jahr stolzer Vater und ich muss zugeben, ich bin persönlich ein bisschen, habe mich bei diesem Vortrag verleiten lassen, da ein bisschen eine persönliche Note mit reinzubringen. Also gibt es bei dem Thema etwas, was wir von Kindern lernen können? Ja, die Antwort ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist natürlich ja. Mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt, deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht eingebaut. Was bekomme ich, wenn ich meinem 5-jährigen Neffen frage? Gibst du mir bitte die Schüssel mit Beeren? Ich will gerade irgendeinen tollen Kuchen backen. Ich meine, das kennen wir aus der Datenverarbeitung auch, da wollen wir auch Kuchen backen. Das sind halt einfach virtuelle Kuchen oder Datenkuchen. Was bekomme ich dann? Naja, der Kleine ist sicherlich ehrlich, der wird mir auch versuchen, die Schüssel mit Beeren zu geben. Also kriege ich die Schüssel mit Beeren. Also im Zweifel halt ein Teddybär dazu. Einfach deswegen, nicht weil er mir nicht helfen möchte, sondern einfach deswegen, weil er die Frage falsch verstanden hat. Das Problem ist, es handelt sich bei dem Wort Beeren um ein Homophon. Das heißt, die gleiche Aussprache kann halt zu unterschiedlichen Bedeutungen führen. Beeren ist ungleich Beeren. Die Beeren, die ich halt tatsächlich in meinem Kuchen verarbeiten möchte, sind nicht die Beeren, mit denen mein Neffe spielt. Jetzt kann man sagen, okay, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, da kann uns sowas nicht mehr passieren. Da sind halt Daten eindeutig benannt, da haben wir kein Problem damit. Wenn ich jetzt meinem Computer sage, Computer, zeige mir alle Bilder von Flügeln.
Was kommt denn raus? Auch wieder eine rhetorische Frage. Nichts Eindeutiges natürlich. Die Aussprache ist dem Rechner an der Stelle egal. Ich habe einfach nur gesagt, Flügel. Naja, ich kriege vielleicht eine Tragfläche, ich kriege vielleicht ein Rotorblatt, ich kriege vielleicht einen Gebäudetrakt. Also, das sind alles Bilder von Flügeln, aber es sind vielleicht nicht die Flügel, an die ich gedacht habe, als ich die Daten, an die Frage gestellt habe. Es geht auch weiter. Es ist vielleicht ein Musikinstrument, es ist vielleicht ein Vogelgliedmaß, ein Insektengliedmaß. Und ich bin mir sicher, ich habe nicht alle Sachen aufgeschrieben. Das heißt, Daten sind auch bei der elektronischen Datenverarbeitung, Entschuldigung, Begriffe sind auch bei der elektronischen Datenverarbeitung nicht eindeutig bestimmt. Wieder eine schöne Definition, Homonyme. Wörter mit der gleichen Schreibweise können unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Wörter nennt man Homonyme. Also eins der Probleme ist, wenn ich mit einer Maschine kommuniziere, dann versteht er weder die Frage richtig. Also ich kann zwar eine Frage stellen, ich habe einen bestimmten Kontext, ich habe eine bestimmte Idee, die ich da haben will. Er versteht die Frage nicht, aber er versteht die Daten auch nicht. Das heißt, selbst wenn er die Frage verstehen würde, könnte er mir vielleicht nicht die richtigen Daten liefern, weil er nicht weiß, welche Daten diese Frage erfüllen oder die Anfrage erfüllen. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Daten, also die Fragen sind nicht eindeutig bestimmt und die Daten sind nicht eindeutig bestimmt. Also sucht der Fragende nach einer Tragfläche oder einem Rotorblatt und zeigt der Antwortsatz, den ich gerade habe, eine Tragfläche oder ein Rotorblatt. Die Lösung hierfür, und da kommen wir so Richtung semantische Technologien. Ich weiß nicht, wer hat sich schon mal mit semantischen Technologien beschäftigt? Ah ja, okay, super, da hat auch einige. Ist halt, wir benutzen eindeutige URIs dafür, um die Daten zu bezeichnen. Das heißt, ich sage nicht mehr, das ist ein Auto oder das ist ein Käfer, sondern das ist ein dwpedia.org Resource Volkswagen Beetle. Und damit ist es dieses Bild oder ist das, was ich auf diesem Bild zeige, eindeutig bestimmt. Das heißt, ich mache Daten eindeutig adressierbar, indem ich ihnen eindeutige URIs zuweise. Damit weiß ich ganz genau, welche Daten ich eigentlich meine. Habe ich damit das Problem gelöst? Vielleicht. Wie eine rhetorische Frage. Nein, natürlich nicht. Was passiert, wenn ich meinem Käfer, also meinem DWP der Resource Volkswagen Beetle, sage, bitte Hindernis umfahren? Naja, der kann sich aussuchen, ob er drumherum fährt oder ob er es überfährt, weil das Wort umfahren ist genauso wenig eindeutig bestimmt, wie vorher das Wort Beetle war. Das heißt, mein autonomes Auto könnte einfach das Hindernis umfahren oder umfahren. Das habe ich an der Stelle auch noch nicht eindeutig bestimmt. Also wir haben nicht nur ein Problem bei der Bezeichnung der Daten selbst, sondern wir haben auch ein Problem bei der Bezeichnung der Beziehung von Daten untereinander. Also, da ist die Frage, ja, ist jetzt die Zukunft des selbstfahrenden Autos gefährdet? Wir sprechen alle von autonomen Autos. Wir freuen uns alle darauf, dass wir uns irgendwann entspannt zurücklehnen können, die Zeitung lesen können, während wir durch die Gegend fahren. Ist natürlich nicht, also nicht der Fall. Also wir können die eindeutigen URIs, die wir für unsere Daten verwenden, können wir natürlich genauso gut für die Relationen zwischen verschiedenen Datensätzen verwenden. Das heißt, an der Stelle wird nicht nur das Auto und das Hindernis eindeutig bestimmt, sondern auch der Begriff umfahren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, tatsächlich Beziehungen und Daten eindeutig voneinander, also eindeutig zu bestimmen. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich will wieder zurückkommen zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Was ermöglicht uns das? Das heißt, wir können Datenbestände eindeutig adressieren. Wir können Schemas aufstellen, wir können verschiedene Datenbestände denselben Schemas folgen lassen. Also wir können verschiedene Datensätze dieselbe Sprache sprechen lassen letztlich. Und wir können aber auch anfangen, damit zu referenzieren. Wir haben beispielsweise einen Datenbestand von Organisation A und da werden verschiedene Daten in Relation zueinander gestellt und also miteinander in Beziehung gesetzt, aber sie können eben sich auch auf Daten einer anderen Organisation beziehen und die wieder einer anderen. Und so bekommen wir sowas hin, was man hier jetzt so ein bisschen sehen kann, so ein bisschen ein Netz aus Informationen. Nehmen wir mal als Beispiel ein kommunales Datenportal, was ich jetzt hier auf der linken Seite angezeigt habe. Das kommunale Datenportal zeigt auf wichtige Personen aus der Kommune, zeigt auf wichtige Webseiten, beispielsweise ein Bürgerportal, bei wichtigen Personen definitiv den Bürgermeister. Es zeigt aber vielleicht auch auf den Wikipedia-Artikel der Stadt. Was bringt mir das? Der Wikipedia-Artikel der Stadt kann diese Information des kommunalen Datenportals zusätzlich ergänzen um weitere Informationen.
die eindeutig einander zugeordnet werden können. Ja, in dem Fall beispielsweise jetzt die Postleitzahl, die zum Beispiel aus Wikipedia kommen kann, muss vielleicht nicht die beste Quelle, aber könnte daraus kommen. Oder ich könnte Informationen zum Kreis daraus holen, ich könnte den Namen des Kreises daraus holen. Ich könnte dann noch weitere Informationen daraus holen zur Historie, wie dieser Kreis entstanden ist und so weiter. Das heißt, ich kann halt durch das in Beziehung setzen von Informationen Mehrwerte daraus schaffen, indem ich einen Datensatz automatisiert mit einem anderen Datensatz ergänzen kann. Wenn man das ein bisschen weiterspinnt, dann kommt da sowas raus. Das ist jetzt ein Bild vom Knowledge Graph von den bestehenden Datensätzen, die derzeitig miteinander in Beziehung gesetzt wurden, die man auch frei verwenden kann, die also durch URIs eindeutig bestimmbar sind. Ja, die verschiedenen Farben drücken die unterschiedlichen Domänen aus. Aber so entsteht letztlich eine große freie Wissensdatenbank, bei der ich sowohl Instanzen als auch Schemas, Metadaten, Links und Mappings alles frei zur Verfügung habe, um halt meinen eigenen Datensatz zu ergänzen. Ich habe beispielsweise DBpedia, ich habe Geonames, ich habe diverse Behördendaten, ich wollte jetzt nicht damit aufhören, auch OSM ist mit dabei. Aber ich kann mich direkt darauf beziehen, ich muss diese Datensätze also nicht mehr kopieren, ich muss nicht mit Duplikaten arbeiten. Das so zum ersten Teil. Zum Teil, Daten sind unverständlich. Das heißt, das hilft uns, Daten ein wenig verständlicher zu machen, dieselbe Sprache zu sprechen, Daten einem Rechner eindeutig in Beziehung zu setzen. Daten sind unverlässlich. Was meine ich da damit? Ich habe auch einen 6-jährigen Neffen, also nicht wundern, dass die Zahl jetzt anders ist. Was bekomme ich, wenn ich meinen 6-jährigen Neffen frage, mal mir bitte einen Elefanten? Naja, nochmal, der 6-jährige Neffe, der ist nett und ehrlich, der will mir auf jeden Fall einen Elefanten malen. Die Frage ist nur, ob das, was da rauskommt, tatsächlich dem entspricht, was ich eigentlich erwartet habe. Das ist ein Elefant. Das ist tatsächlich ein Elefant. Das ist veredelte Information. Das heißt, ich habe auf der einen Seite den originären Datensatz Elefant, den jeder zuordnen kann. Ich habe auf der anderen Seite veredelte Information, immer noch ein Elefant. Aber halt nicht mehr für jeden das Gleiche. Also ich weiß nicht genau, ob jeder sagen würde, dass es ein Elefant ist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein Staubsauger, aber das ist tatsächlich als Elefant gemeint. Also ich halte veredelte Informationen. Durch Veredelungsprozesse gehen aber Informationen verloren. Ein weiteres Problem ist, hier habe ich meinen Datensatz runtergeladen von Flinkster, von einem Bundesportal. Das sind Carsharing-Punkte, Flinkster Carsharing-Punkte. Naja, wer jetzt so ein bisschen aufgepasst hat, wird sehen, das ist das Horn von Afrika. Wer dann noch ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, okay, die Flinkster Carsharing-Punkte werden sicherlich nicht mitten im Ozean sein. Was ist da passiert? Also ist ein Koordinatendreher passiert. Einmal geswitcht und zack, liege ich halt an der falschen Stelle. Das sind nicht die einzigen Fehler, die auftreten können. Also ich habe natürlich Attributfehler, ich habe Inkonsistenzen. Ich wollte eigentlich nicht so viel über die Bahn sprechen, Entschuldigung, das ist ein alter Foliensatz. Bahnhofsnummern aus zwei verschiedenen Datensätzen, die einander zugehörig sind. Also einmal die Nettobahnsteiglänge und einmal der Name dieser Bahnstation. Ist der Bezeichner bf-nr aus dem einen Datensatz, im anderen Datensatz bf.nr. Für mich als Person ist das eindeutig die gleiche ID, ich kann das eindeutig zuordnen. Automatisiert kann ich diese Datensätze aber nicht mehr verarbeiten. Ich brauche an der Stelle natürlich dann auch wieder eine Beziehung zueinander. Geometriefehler, da kennen wir uns auch alle aus, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also wie können uns semantische Technologien dabei helfen, eben auch mit solchen Fehlern umzugehen? Naja, wir werden weiterhin Fehler machen. Also ganz klar, wenn wir Daten erheben, werden wir Fehler machen, wenn wir Daten verarbeiten, werden wir Fehler machen. Aber wir können mit semantischen Technologien auf die originäre Datenquelle verweisen. Wir können unseren Verarbeitungsprozess transparent gestalten, sodass ihn jeder nachvollziehen kann. Wenn irgendwo Fehler auftreten, können wir halt im Zweifel selbst nochmal nachrechnen. Wir können gleichwertige Daten direkt miteinander automatisiert in Beziehung setzen und Inkonsistenzen dabei herausfinden, ohne dass wir uns vorher um ein gemeinsames Datenmodell kümmern müssen. Das gemeinsame Datenmodell ist schon da. Wir können Metainformationen zur Qualität separat abspeichern. Da gibt es halt ein separates Vokabular für VocabDQV, mit dem wir die Metainformationen abspeichern können. Also wichtig ist, dass wir entsprechende Metainformationen generieren und speichern werden. Kommen wir zum dritten Teil. Daten sind inkompatibel. Ja, ich meine, das ist vielleicht irgendwie der einfachste Teil. Was bekomme ich, wenn ich meine dreijähriges Patenkind bitte? Setze bitte das passende Puzzleteil ein. Das ist tatsächlich passiert. Es ist tatsächlich passiert. Dann bekomme ich sowas. Also es passt.
es passt, es ist eindeutig, ich konnte mich nicht beschweren, es passt auf jeden Fall. Was nicht passt, was passend gemacht, aber das ist natürlich nicht das Ziel. Wir wollen natürlich Daten haben, die sich automatisiert bei uns in unsere Systemlandschaft integrieren lassen. Benutzen wir alle semantische Technologien bei uns in unserem Unternehmen oder in unserer Organisation? Nee, wahrscheinlich nicht. Und deswegen brauchen wir eine Schnittstelle, bei der wir unsere bisherige Arbeitsweise beibehalten können und trotzdem eine zukünftige Bereitstellung ermöglichen können. Da kommt das Forschungsprojekt ins Spiel, das ist das Limbo, Linked Open, Limbo ist das Forschungsprojekt, das Linked Open Data Warehouse ist halt ein Teilprojekt davon. Bei dem Forschungsprojekt Limbo geht es um die Bereitstellung von Daten in das semantische Web, Verwertung von Daten aus dem semantischen Web und die Bereitstellung von Technologien, um das semantische Web verwerten zu können. Also Erstellung von Vokabularen zu Alkis und Cosmo beispielsweise, Bereitstellung von Werkzeugen für Lifting-Prozess, für Qualitätssicherung und eben auch das Warehouse. Und ich komme auch nachher ein bisschen was zur Datenverwertung. Ich kann nicht über alles erzählen, deswegen werde ich nur mich auf die Vokabulare beziehen und auf eine Technologie, also Werkzeuge, Ontologien und ein Beispielszenario. Fangen wir mit den Werkzeugen an. Es gibt eine Möglichkeit, aus einer relationalen Datenbank RDF-Daten zu machen. Ach, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Ich wollte eigentlich versuchen, einen Vortrag über semantische Technologien zu erzählen, ohne einmal RDF in den Mund zu nehmen. Hat nicht funktioniert. Also das heißt, diese Triples, ein Datensatz, Beziehung, anderer Datensatz oder andere Instanz, das halt tatsächlich aus einer relationalen Datenbank herauszuholen. Das heißt, ich benutze ein sogenanntes RDB-to-RDF-Mapping-Tool. Das funktioniert auf proprietären Datenbanken wie Oracle, funktioniert aber auch auf Postgres. Was für uns natürlich auch interessant ist. Ich benutze dafür eine R2RML-Config und diese R2RML-Config erlaubt mir dann, diese Datensätze nach außen hin freizugeben. Wenn ich das jetzt mit klassischen Warehouse-Technologien verbinde und ich setze einfach mal voraus, dass jeder schon mal so ungefähr weiß, was ein Warehouse ist, dann kann ich diese verschiedenen Schnittstellen, die das Warehouse sowieso schon bietet, zum WebGIS, als Datenabgabe durch ein WFS, Dateiexport, eben ergänzen, um, na, LOD steht in dem Fall für Linked Open Data, in das semantische Web, jetzt sehen wir links wieder so einen kleinen Kreis, das ist das gleiche, was wir eben auch schon gesehen haben, nur ein älteres Bild. Und genauso kann ich diese Daten eben auch bei mir in meine Datenbank einladen und damit ganz normal arbeiten. Jeder arbeitet mit seinem ursprünglichen GIS auf dem Warehouse, wir können die Daten einfach rausexportieren und damit weiterarbeiten. Dafür brauchen wir Ontologien. Ontologien sind dann einfach der Sprachdatensatz, also die URIs, die ich verwenden möchte als Basis für die Verwertung der eigentlichen Daten. Da fangen wir einfach mal mit dem Wetter an, weil das Wetter geht jeden was an. Das ist das Open Data Portal des Deutschen Wetterdienstes. Also das. Nicht das Fragezeichen daneben, das Fragezeichen steht, wenn man sich den Datensatz anschaut. Das ist eine HTTP-Webseite. Und man kann sich die Datensätze da einfach runterladen, man kann sich da durchnavigieren, kann da rumklicken und findet irgendwann den Datensatz, den man haben möchte. Problem ist, es gibt keine Schnittstellen zu den Daten oder nur wenige außer diesem der Web-Oberfläche. Das ist nicht das Einzige, wie sie Daten bereitstellen. Ich will auch nicht in DWD bashen an der Stelle. DWD hat einen riesigen Datenschatz und es ist extrem schwierig, diesen Datensatz vernünftig online zu stellen. Aber es gibt keine Metadaten und es sind natürlich komplizierte Formate. Das habe ich in Klammern gesetzt, weil es bleiben natürlich komplizierte Formate, ganz egal, wie viele Metadaten existieren. Ziel des Projektes war es halt, diesen Datensatz oder Teile der Daten des DWDs in das semantische Web zu heben. Und hier haben wir einen Sparkle-Endpoint, den könnt ihr auch theoretisch selbst mal ausprobieren. Der wurde auf einer anderen Konferenz mal vorgestellt, um halt Cosmo-Daten, das sind Modelldaten, in das semantische Web zu heben. Auf der linken Seite sehen wir halt verschiedene Vokabulare. Das heißt, wir haben nicht nur die Modelldaten, also eine Ontologie für die Modelldaten erstellt, sondern auch Wetterstationen und noch MOSMIX-Daten, das sind halt korrigierte Prognosedaten. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann Daten innerhalb eines Polygons abfragen. Also ich kann beispielsweise sagen, wenn ich jetzt ein Windparkbetreiber, ein Projektierer bin, kann ich sagen, okay, ich möchte alle Daten in diesem Polygon haben und kriege diesen Datensatz dafür. Indem ich einfach nur eine entsprechende Sparkle-Query an den Sparkle-Endpoint stelle. Sparkle-Endpoint ist halt die Stelle, die halt die Anfragen entgegennimmt und diese RDF-Daten entsprechend wieder bereitstellt. Noch viel cooler. Ich kann das verknüpfen mit anderen Datensätzen. Ich kann nicht nur sagen, ich möchte diese Polygon haben, sondern ich möchte die Datensätze haben, die zu einer Stadtliste passen, die aus einem anderen Datensatz kommen. Ich nehme beispielsweise DBpedia Stadtlisten und sage, ich möchte jetzt alle Daten, alle Wetterinformationen zu diesen Städten haben. Und ich übergebe nur noch diese Städte. Diese Städte sind beinhalten eine Positionsangabe und diese Positionsangabe wird dann für diese Anfrage benutzt. Auch dafür der entsprechende Query.
Auch die Daten, die wir innerhalb des Projektes erheben, können miteinander in Beziehung gesetzt werden. Also ich habe die DWD-Daten, wir haben unter anderem auch Deutsche Bahn-Daten, Bahnhofsdaten, die wir mit einbeziehen. Wir haben BAST-Baustellendaten, wir haben auch ALGIS-Daten. Das heißt, ALGIS-Daten sind auch mit drin. Die können natürlich direkt aufgrund ihrer Geolokierung miteinander in Beziehung gesetzt werden. Kommen wir noch ganz kurz zu einem Beispielszenario, bevor ich dann noch ein bisschen Raum für Fragen lasse. Was können wir damit machen? Naja, ich habe eben schon gesagt, wir können Windparks damit planen, wir können den Bankensektor damit irgendwie vereinfachen, wir können Prozesse transparenter gestalten. Wie hilft das am Ende dem Finalen, den Nutzer ganz zum Schluss? Ja, wir können theoretisch auch eine natürliche Sprache erlauben, um Abfragen zu ermöglichen. Also beispielsweise, was ist der höchste Berg der Alpen? Das schreibe ich jetzt natürlich in natürliche Sprache da rein und kriege dementsprechend eine Antwort. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, die URL ist unten angegeben. Also, es lohnt sich von Kindern zu lernen. Und 3 Punkte möchte ich noch mitgeben. Wir müssen Objekte und Beziehungen eindeutig benennen können. Wir müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und wir müssen lernen, die richtigen Werkzeuge und Technologien zu beherrschen. Damit bedanke ich mich bei euch und freue mich auf Anregungen und Fragen. Vielen Dank für den Vortrag. So, und es gibt hoffentlich auch Fragen dazu. Wo sehe ich Hände? Hier vorne, okay. Eine Frage wäre jetzt mal, alles klar. Und zwar, du hast eben gemeint, wir hätten keine semantischen Metadaten im Netz. Das stimmt ja so nicht. Nee. Alle Inspire-Daten, Metadatensätze, ja, sind auch transformierbar in RDF und sind auch über Kataloge abfragbar und stehen damit zur Verfügung. Das heißt, ich kann über diese Metadaten alles finden. Das ist natürlich richtig. Also die bisherige Herangehensweise ist nicht komplett inkompatibel. Man kann natürlich die Metadaten, die schon jetzt existieren, dementsprechend auch weiterverwenden. Also da war es vielleicht ein bisschen plakativ. Ich wollte nicht sagen, es gibt keine Metainformationen im Web. Aber es gibt bei manchen Datensätzen tatsächlich keine Metainformationen, die wir weiterverwenden können. Aber wenn es welche gibt, dann können wir diese natürlich auch weiterverwenden. Und aber dafür haben wir eine Ontologie geschaffen, 2014, genau. Und die wird auch benutzt, die wird von Europa benutzt und vorgegeben und die wird komplett umgesetzt. Das heißt, wir kennen jeden europäischen Geometer-Datensatz auch in DCAT AP abfragen. Und damit habe ich die semantische Öffnung an der Stelle, wenigstens um die Daten zu finden. Ja, ich hätte vielleicht, und dann, also den Schuh muss ich mir anziehen, hätte vielleicht auf bestehende Ontologien auch schon verweisen können. Also das ist richtig, ja. Also wir, falls das nicht klar rübergekommen ist, wir sind nicht die Ersten, die sich damit beschäftigen. Diese Technologie ist schon relativ etabliert. Und es gibt natürlich schon bestehende Ontologien, auf denen man aufbauen kann. DCAT AP beispielsweise, damit geht es los, auch Inspire-konforme Datensätze können da Metainformationen liefern. Und auf denen müssen wir natürlich auch aufbauen. Also wenn man jetzt parallel dazu was entwickelt, ohne dass halt man das in Beziehung setzt, dann hilft uns das natürlich auch nicht weiter. Wenn es parallele Entwicklungen gibt, dann gibt es zumindest immer noch die Möglichkeit, durch CMS-Links diese Ontologien miteinander in Beziehung zu setzen. Ja, vielen Dank für die Anregung. Das ist natürlich vollkommen richtig. Weitere Fragen? Mir fällt bei diesen Abfragen, die ganz am Schluss kamen, spontan Wolfram Alpha ein. Ihr habt da schon mal Überlegungen oder Tests eventuell damit zu kombinieren oder das irgendwie da einzubauen? Oder? Also ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, wie Wolfram Alpha funktioniert, also wie es unter der Haube funktioniert. Aber ja, es ist natürlich, also diese ganzen Metainformationen, die dafür in Frage kommen, die werden sicherlich bei der einen oder anderen Suchmaschine auch zum Einsatz kommen. Einfach weil man natürlich nicht nur Fragen aufgrund des geschriebenen Textes beantworten möchte, sondern aufgrund des Kontextes des Fragenden. Und je nachdem, was ich zusätzlich gefragt habe, liefere ich natürlich dementsprechend andere Antworten. Also wenn ich jetzt 2 verschiedene Suchbegriffe in die Suchmaschine eingebe und die sind in diesem Knowledge-Graphen nah beisammen, dann finde ich natürlich dementsprechend die Antworten dazu. Und das beantwortet die Frage? Ja. Das Mikrofon ist nicht an, Entschuldigung. Test, man hört mich, oder? Danke für den Vortrag. Es ist ja schon genannt worden, dass die Technologien an sich etabliert sind, um nicht zu sagen, dass sie schon etwas älter sind. Mir fehlt ein kleiner Teil in Ihrem Vortrag, um das zu verstehen. Wie wurden die Daten denn annotiert? Weil das ist ja das eigentlich Spannende. Habt ihr da Vorschläge für eine automatisierte Annotation oder sind das händische Prozesse? Denn dass die Sparkle-Abfragen super funktionieren und man daraus ganz tolle Ergebnisse erstellen kann,
ist, glaube ich, relativ klar, der Schritt davor. Ja. Wie komme ich denn dazu, zu diesem Datenbestand? Also innerhalb des Projektes benutzen wir ein Lifting-Portal, das wird von der Firma Ezenza bereitgestellt. Und da hat dann jeder, der diese Daten liften möchte, also mit den Metainformationen anreichern möchte, die Möglichkeit, diesen Datensatz einzuheben und dann dementsprechend die Metainformationen hinzufügen. Das kann man natürlich auch komplett händig machen. Wir haben für die ALGIS-Ontologie, hat die TU Berlin einen Ontologie-Generator erstellt. Da können wir sowohl die Ontologien aus dem NRS-XML herausholen, als auch später den Datensatz selbst als RDF darstellen. Also das heißt, da werden zum Teil die Prozesse automatisiert, zum Teil müssen sie händig gemacht werden, zum Teil passieren sie halbautomatisch. Also einmal durch das Lifting-Portal, einmal durch das Werkzeug von der TU Berlin, das ist auch öffentlich und frei verfügbar. Habe ich jetzt hier nicht verlinkt, das kann ich auch gerne noch nachreichen. Zum Teil muss das aber auch händig passieren. Habt ihr euch auch schon bestehende Software mal angeguckt, die da existiert seit Jahren? Weil Semantic Web gibt es ja schon lange und es gibt da ein ziemlich cooles Tool von der Universität Südkalifornien, mhm. Das heißt Karma. Das kann man sich runterladen, das macht genau das alles schon. Ne? Mhm. Relativ einfach mit Oberfläche, mit Geodaten, Interfaces und allem drum und dran. Gibt es auch coole YouTube-Videos zu. Ja? Also das ist auch ein Open-Source-Projekt bei GitHub, also wenn da einer mal sowas ausprobieren will, Karma. Ja. Also ja klar, wir bauen auch auf bereits bestehenden Technologien auf. Also es ist nicht das Ziel, nochmal eine komplette Parallelinfrastruktur zu entwickeln. Ja.